Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars The Republic mit unserer tapferen, helle Seite Marodeuren. So, jetzt gehen wir doch mal zu diesem Lieutenant Thorpe, also was der für uns hat. Das ist hier wie ein bisschen Planetenquest. Ich habe gehört, euer Einsatz mit Lieutenant Davril ist gut gelaufen. Ich hoffe, ihr fandet ihn nicht ungehobelt, mein Sith Lord. Im Gegensatz zu meinem geschätzten Kollegen mache ich den Erfolg meiner Mission nicht an der Lautstärke der Explosionen fest. Den Geist der Widerstandsbewegung zu brechen, ist wie das Zubereiten einer köstlichen Mahlzeit. Dieses Gespräch profitiert nicht wirklich von euren Metaphern. Der Widerstand wird vom Volk unterstützt. Wir müssen den Geist der Leute brechen, um den Widerstand niederzuschlagen. Lieutenant Davril hat euch zweifellos erzählt, dass sie Cyborg-Söldner von anderen Planeten hergebracht haben. Sie wurden mit einer experimentellen neuen Landetechnologie auf diesen Planeten transportiert. Diese Cyborgs metzeln unsere Soldaten nieder. In dem Fall hoffe ich, ihr habt einen guten Plan. Darüber könnt ihr euch euer Urteil bilden. Ich glaube, wir können sie an diesem Ort überraschen. Aber das Wichtigste ist, dass wir den Balmoranern eine klarere Botschaft schicken. Wir bergen die Technologie, mit der die Cyborgs nach Balmora gebracht wurden, und setzen sie gegen sie ein. Cyborgs töten, Technologie bergen. Was haltet ihr davon? Ihr seid hinterlistig. Bringt mir die Cyborg-Technologie. Dann werden die Balmoraner die Botschaft laut und deutlich zu hören kriegen. Ach Gott, ich habe vergessen, hier wieder eine... So. Also, er will Cyborg-Technologie haben. Das ist auch gleich hier ein Katzensprung. Die halten ja aber auch nichts aus, die Typen, ne? Lasst uns reden, wenn wir die Gelegenheit haben. Na, dann komm schon. So, das war's hier auch schon. Das ging ja schnell. So, und danach gehen wir dann zu Lieutenant Quinn zurück. Und dann mal sehen, was er für uns hat. Es heißt, der ehemalige balmoranische Verteidigungsminister Vol'Argen hat von eurer Zerstörung der Generatoren beim Nibray-Lagerhaus Wind bekommen. Er ist außer sich. Ich kann es kaum erwarten zu hören, wie er reagiert, wenn wir ihn mit der Ausrüstung seiner eigenen Cyborgs angreifen. Perfekt. Bitte, ihr beschämt mich. Ich habe mich ja kaum angestrengt. Dann muss ich unbedingt einmal sehen, was passiert, wenn ihr euer Bestes gebt. Um den Hauptstützpunkt des Widerstands zu erreichen, müssen wir durch die Gorinth-Wildnis. Aber der Widerstand hat alle imperialen Offensiven mit Guerilla-Angriffen aus diesem wilden und weitgehend unbekannten Gebiet zurückgeschlagen. Ein balmoranischer Deserteur, Kavil Arin, hilft uns dabei, durch die Wildnis zu gelangen und uns einen Weg zum Stützpunkt des Widerstands zu bahnen. Er ist am imperialen Gorinth-Außenposten. Gut,
aber jetzt kehren wir nach Zubrick zurück und reden mit Quinn. Okay, aber mal sehen, was hat er denn jetzt hier für mich? Ihr seid stark. Ach, Prätation benutze ich. Ihr könntet noch stärker sein. Besser niemand an. Zeigt keine Gnade. Benutze ich sowieso nicht. So, hier habe ich noch nichts. Alles klar. Gut, dann reden wir mal mit Quinny. Schon besser. Um ehrlich zu sein, euer Erfolg in der Satellitenkontrollstation und im Krater Außenposten der Republik hat mich ziemlich überrascht. Ich hatte euch verschwindend geringe Erfolgschancen eingeräumt. Dabei war ich allerdings nur von den Fähigkeiten eines typischen Sith ausgegangen. Offensichtlich seid ihr aber kein typischer Sith. Ich werde meine weiteren Berechnungen an eure herausragenden Fähigkeiten anpassen. Schleim, Schleim, Schleim. Nächstes Mal solltet ihr meine Fähigkeiten lieber überschätzen. Ich werde lieber versuchen, so akkurat wie möglich vorzugehen, wenn ihr nichts dagegen habt. Lord Varras ist zufrieden. Er sagt, es sei Zeit für unser oberstes Ziel und er erwartet von euch zu hören. Meine Kaserne gehört euch. Über den Holo-Kommunikator im Raum nebenan könnt ihr mit Lord Varras reden. Die Leitung ist sicher. Ich begrüße die Hilfe. Ich werde genau hier sein, wenn ihr mich braucht. Gut. So, wie sieht das aus? Ah. Ich hoffe, dass du das Lächeln auf meinem Gesicht sehen kannst. Du machst einen wahren Gläubigen aus mir. Schmiert mir keinen Honig ums Maul. Was nun? Bestimmt kannst du es nicht erwarten, diesen Felsen wieder zu verlassen. Jetzt, da der Computer des Satellitenkontrollturms zerstört ist und Commander Rylons Sohn neutralisiert, sind die Spuren meines Spions verwischt. Jetzt ist der einzige Grund, dass Rylon entdeckt werden könnte. Rylon selbst. Wir müssen diese Gefahr beseitigen. Endgültig. Habe ich eine Wahl? Es gefällt mir, dass deine Trägheit dich launisch macht. Vergewissere dich, dass Commander Rylon ein ehrenhafter Tod zuteil wird. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Ich habe ihn über Jahre hinweg in den Reihen der Feinde eingesetzt. Seine Anstrengungen für die Interessen des Imperiums sind ohnegleichen. Der Mann ist ein Held. Ein Jammer, dass er sterben muss. Er kannte stets das Risiko. Die Jedi-Ermittlerin darf keine Beweise finden, dass Rylon zum Schweigen gebracht wurde. Es darf auf keinen Fall wie eine gezielte Exekution aussehen. Lösche alle dort aus. Das klingt für mich ein wenig zu weitreichend. Dein Einspruch ist zur Kenntnis genommen. Der Befehl bleibt bestehen. Ich habe Lieutenant Quinn informiert. Er wird dich auf deine letzte Aufgabe vorbereiten. Ach Gott. Euer Ziel ist die Balmoranische Waffenfabrik. Die Truppen des Widerstands haben sie kürzlich eingenommen und zu ihrem Hauptquartier gemacht. In die Waffenfabrik einzudringen wird eine monumentale Aufgabe. Ich bin ganz aufgeregt bei der Aussicht, dass ihr dort alles in Schutt und Asche legt. Spuckt die Einzelheiten aus, Imperialer. Aber fasst euch kurz. Sehr wohl. Ich werde mich nur noch auf die Fakten konzentrieren. In Ordnung. Das republikanische Kommando sitzt in der Waffenfabrik, der am besten geschützten Einrichtung des Planeten. Um Commander Rylon zu erreichen, müsst ihr an den Verteidigungsstellungen der Fabrik vorbei, die nicht zu unterschätzen sind. Gebt mir einen Überblick über die Verteidigung. Unbekannt. Doch der Widerstand wird zweifelsfrei über modernste Sicherheits- und Angriffsdroiden verfügen.
Im Inneren sind Tausende der besten republikanischen Soldaten stationiert. Vor allem Rylons Elite-Schwadron ist verantwortlich für einige der präzisesten, unglaublichsten Siege des Widerstandes auf Balmorra. Sie ist legendär. Das klingt, als würdet ihr sie bewundern, Lieutenant. Ich habe ihre taktischen Leistungen bewundert, das ist alles. Balmorra wird allen Grund zur Freude haben, sobald sie eliminiert sind. Eine Sache noch. Die Ermittlerin, die die Jedi geschickt haben, hat ihre Aktivitäten auf die Waffenfabrik konzentriert. Sie steht unter meiner ständigen Beobachtung. Wenn sie zum Problem wird, kontaktiere ich euch über euren Comlink. Ich werde antworten, wenn ich Lust dazu habe. Es wird hoffentlich keinen Grund geben, euch zu stören. Ich werde hier sein, um euch zu salutieren, wenn die balmoranische Waffenfabrik in rauchenden Trümmern liegt. Gut. Finde Commander Rylan. So, der ist jetzt wo? Dort. Wir müssen jetzt aber erstmal dorthin. Ich will jetzt erstmal ein bisschen Planetenquest machen. Ich mache das immer so ein bisschen umschichtig. Mal Planet, mal Klassenquest. Denn das ist ja das letzte, diesen Commander Rylan. Und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir dann quasi hier auf Balmorra durch. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie komme ich jetzt mal jetzt dorthin. Hier oben rum, ne? Oh Mann. Schade, dass wenn die Leute hier so wie den eben gerade nicht einfach umrennen kann, einfach hier so buff, über den Haufen reiten. Das wäre bestimmt lustig, wenn wir die Leute platt fahren. Oder platt hier mit platt reiten. So, gibt es hier vielleicht irgendwie eine Abkürzung? Ist das vielleicht möglich? Ja. So, nehmen wir an. Ja, jetzt hier komplett rum. Aufzug hoch und dann sind wir auch schon da. Kommt schon. So. Und weiter geht's. So, mit an dieser Fahrstuhl jetzt hoch, ne? Ja. Aber das ist echt wirklich ein Loch hier, also da bin ich auch froh, wenn ich weg bin. Und Taris sieht auch nicht besser aus, das kann ich euch sagen, Leute. Da. So, wo ist denn der Knöll, mit dem ich jetzt reden muss? Ah, hier. Mein Sith Lord, es ist mir eine Ehre. Wie gefällt euch Balmorra bislang? Wirkt ziemlich belanglos, was? Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Im Vergleich mit anderen Kriegsgebieten geht es eigentlich. Dann seid ihr noch nicht lange genug hier. Getarnte Truppen des Widerstands haben die imperialen Außenposten infiltriert, starten Blitzangriffe und hinterlassen keine Spuren. Das Imperium meint, sie sind nicht zu besiegen. Ich sage, sie sind es doch. Woher solltet ihr wissen, wie man sie besiegen kann? Man sieht sie nicht, bis sie einen töten, so sagt man. Aber ich habe die Technologie gebaut, mit der sie sich verbergen. Ihr Lager ist in der Gorinth-Wildnis.
aber sie haben rundherum Minen gelegt, um Fremde fernzuhalten. Passt auf, wo ihr hintretet. Mit diesem Gerät könnt ihr die getarnten Kämpfer entdecken. Aber sie sind schnell. Wenn ich euch noch einen Rat geben darf, schlagt behende und brutal zu. Gut. So, wo muss ich jetzt hin? Besiege die getarnten Truppen. So, dann machen wir das auch mal glatt. So. So, mal gucken. Alles klar, da sind sie ja schon. Gut, dann mal gucken. Dann probieren wir das jetzt hier nochmal. Okay, und dann gehen wir noch mal hier drüben einfach mal hin. So, mal gucken. Mit uns legt sich besser niemand an. Oh, wo ist er denn? So, das war's auch schon. Also diese Planetendinger sind ja immer so kleine Dinger, die gehen ja immer recht schnell, finde ich. So, mal sehen, was als nächstes kommt. Keine Überraschungsangriffe mehr. Gut, Captain Rigel ist am Holo. Er möchte mit euch reden. Mein Sith Lord erlaubt mir, meine äußerste Zufriedenheit über die Zusammenarbeit mit euch auszudrücken. Operation Umschwung war erfolgreicher, als ich mir hätte vorstellen können. Man munkelt, dass der ehemalige balmoranische Verteidigungsminister Vol Argen nach Balmora kommt. Er spielt uns direkt in die Hände. Welch ansteckender Enthusiasmus. Nun, da die Wildnis wieder sicher ist, sind wir bereit für den letzten Angriff. Colonel Vrain, Leiter des Imperialen Gebietssicherungskorps, ist hier, um die Mission zu beaufsichtigen. Er ist beim Sundari-Außenposten in Angriffsreichweite des Hauptstützpunkts des Widerstands. Jetzt oder nie. Lieber Colonel Vrain. Gut, wie heißt der? Mit ein paar Sundari Außenposten. Dann gehen wir mal dahin, reden mit Colonel Vrain und dann mal gucken. Ich hoffe ja mal, dass uns die Planetenquest das Ende in der Nähe von der Klassenquest führt. Dass wir gleich beides in einem Rutsch erledigen können. Imperialer Bote? Was will der denn von mir? Ihr seid die Schülerin von Darth Baras, nicht wahr? Ja. Der balmoranische Gouverneur schickt mich, um euch zu finden. Er erwartet eure Anwesenheit bei seiner Kriegskonferenz. Priorität Alpha. Wozu braucht mich der balmoranische Gouverneur? Der Rat der Sith hat einen Gesandten geschickt. Einen bedeutenden Sith-Lord, um sich persönlich über den Fortschritt der balmoranischen Besatzung zu informieren. Diese Konferenz bestimmt die nächsten Schritte der Bodenkampagne. Der Krieg wird sich hier entscheiden und der Gouverneur möchte eure fachmännische Einschätzung hören. Was wisst ihr über den Gesandten des Rats der Sith?
Sith-Politik fällt nicht in mein Ressort. Ich habe gehört, dass es sich um einen Diener von Darth Maar handeln soll. Mehr weiß ich nicht. Freigabestufe schwarz erteilt. Niemand wird euch Schwierigkeiten bereiten. Aber beeilt euch. Die Konferenz beginnt jeden Moment. Gut. Alles klar, ich beende hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.